Die digitale Transformation beeinflusst ja jetzt schon unsere Kommunikation. Wenn man zurückdenkt, vor 30 oder 40 Jahren haben wir eigentlich nur über Telefon, vielleicht auch noch über geschriebene Worte miteinander kommuniziert und natürlich gesprochene Worte. Inzwischen kommunizieren wir sehr viel über elektronische Post, über E-Mails, natürlich auch über alle anderen Möglichkeiten, die uns Smartphones und neue Technologien bieten. Das heißt, dass wir unsere Kommunikationsformen auch schon angepasst haben. Die Kommunikation wird kürzer, die Kommunikation wird missverständlicher dadurch auch, die Kommunikation wird aber natürlich auch gleichzeitig schneller, auch globaler. Wir können sehr viel mehr Menschen erreichen, wir können sie sehr viel schneller auch an Reaktion erreichen und wir können auch in einer Form kommunizieren, wie wir sie vor 10, 15 Jahren noch gar nicht hatten, zum Beispiel mit Emoticons, dass wir Gefühle nicht mehr persönlich ausdrücken, sondern dass wir andere, die uns Vorschläge machen, wie ein Gefühl aussehen könnte, dafür einsetzen. Diese Transformation wird sich fortsetzen. Wir werden noch stärker über Smartphones, über andere digitale Wege miteinander kommunizieren. Wir werden noch mehr Menschen erreichen können in noch schnellerer Zeit. Aber wir werden auch, das stellen wir ja jetzt schon fest, auch immer wieder missverständlicher sein in dem, wie wir uns ausdrücken. Und wir werden uns auch noch immer stärker von Algorithmen vorgeben lassen, wie wir zu kommunizieren haben, indem uns Programme beispielsweise Worte ergänzen, indem Sätze uns vorgeschrieben werden, indem Vorschläge gemacht werden, was wir wem wie zu sagen haben, auch zu welcher Zeit. So gesehen ist die Kommunikation, denke ich, ein großes, weites Feld, in das wir uns im Moment hineinbegeben. Einige Wege sind schon vorgegeben, aber viele Wege werden wir noch entdecken. Wir werden noch stärker als bisher in, man könnte sagen, Filterblasen leben. Wir suchen uns ja jetzt schon, das ist auch Teil quasi des menschlichen Geistes, Inseln, auf denen wir unsere Kommunikation stattfinden lassen. Auf dieser Insel finden sich Menschen, die wir kennen, finden sich Themen, mit denen wir uns auskennen, finden sich Meinungen, die auch unsere Meinungen sind. Und diese Inseln werden in Teilen isolierter werden. Wir werden uns immer stärker quasi auf dieser Insel einrichten und verlieren den Kontakt zu anderen Filterblasen, verlieren auch den Kontakt zu anderen Menschen, weil wir mit denen grundsätzlich zwar in Kontakt kommen könnten, es aber nicht tun, weil Algorithmen sie uns nicht anbieten. Deswegen ist der menschliche Geist noch mehr gefordert, weil der menschliche Geist zwar auf der einen Seite das Angenehme, das Bekannte sucht, aber gleichzeitig sucht er ja auch das Unbekannte. Das heißt, wir müssen unseren Geist ein wenig stärker noch darauf konzentrieren und konditionieren, dass wir in einer Art, ja, freien Bewegung uns immer öfter auch andere Inseln suchen, mit denen wir kommunizieren wollen, andere Kommunikationsplattformen auch suchen, und damit auch andere Meinungen suchen, um überhaupt die Möglichkeiten, die uns diese digitale Welt eröffnet, voll auszuschöpfen. Wir haben so viele Kontaktmöglichkeiten, dass uns die Wahl immer schwerer fällt, und deswegen ziehen wir uns ja zurück auf diese Inseln. Wir müssen versuchen, dass wir die Kontaktmöglichkeiten auch tatsächlich ausschöpfen. Nur dann können wir kreativ weiter mit dem umgehen, was uns diese Kommunikationswelt, diese digitale, transformierte Welt uns eröffnet. Also wir erreichen auf unterschiedlichen Plattformen, mit unterschiedlichen Netzwerken, mit unterschiedlichen, sagen wir mal, sozialen Plattformen erreichen wir Menschen viel direkter, als wir das bisher konnten. Wir können sehr viel spezifischer Botschaften übermitteln an Menschen, von denen wir glauben, dass sie sich für diese Botschaften interessieren. Das tun wir auch schon. Wir müssen gleichzeitig aber auch konzedieren, dass wir uns in einem extremen Konkurrenzkampf befinden mit anderen, die genau das Gleiche wollen wie wir. Wir erhoffen Aufmerksamkeit bei den Menschen, die wir erreichen wollen. Viele andere erhoffen das Gleiche.
Das heißt, unsere Botschaften müssen noch klarer, müssen noch prägnanter, müssen noch verständlicher sein als bisher. Wir müssen uns reduzieren in der Aussage, die wir treffen, um sofort Verständnis zu erwecken für das, was wir übermitteln wollen. Wir müssen noch mehr als bisher an die quasi bildliche Umsetzung von Themen denken. Wir kennen dieses alte Wort, das heute noch genauso gilt wie auch schon vor langen Jahren, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Und gerade mit den Bildern, denke ich, können wir sehr viel mehr Menschen mit Botschaften erreichen, die wir mit Worten vielleicht nicht erreichen können. Der menschliche Geist rezipiert leichter Dinge, die mit dem Auge aufzunehmen sind, wenn es Bilder sind, als dass er quasi noch zusätzlich das Gehirn einschalten muss, um Worte zu verstehen. Diese Kommunikationsformen werden weiter ausgebaut und wir werden auch erleben, dass wir als Menschen in Zukunft nicht mehr die ausschließlich prägende und auch kreative Rolle spielen werden in der Übermittlung von Botschaften. Es gibt inzwischen Computerprogramme, die Texte verfassen können aus Informationsbruchstücken. Es gibt inzwischen auch durchaus Menschen, die völlig zufrieden sind mit dem, was sie von einem Computer dann geschrieben bekommen und gar nicht mehr wollen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir Menschen uns schon auch noch weiter an dem Kreativen erfreuen, was ja der menschliche Geist hervorbringen kann. Dass wir mit Worten spielen, dass wir in Sätze auch Hintergründiges hineinbringen, dass wir als Journalisten auch weiterhin unser Ziel darin sehen, dass wir die Menschen nicht nur mit Information erreichen, sondern, was jetzt in dieser Zeit noch wichtiger wird, auch mit Einschätzungen, mit Bewertungen. Dafür brauchen wir logischerweise gut ausgebildete Journalisten und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass die Übermittlung von Informationen, wie wir das tun, in hohem Maße Vertrauenssache ist. Das heißt, wir müssen glaubwürdig bleiben in dem, was wir weitergeben. Und nur wenn wir diese Glaubwürdigkeit als hohes Gut weiter in unserer täglichen Arbeit berücksichtigen, dann werden wir auch das Vertrauen unserer Konsumenten, unserer Zuschauer, unserer User weiter behalten können. Manchmal ist es nicht schlecht, glaube ich, in dieser Echtzeitkommunikation, dass wir uns einmal zurücknehmen. Früher hieß es immer, lauf zweimal um den Block, geh mal kalt duschen, atme einmal durch, schlaf eine Nacht drüber. Ich denke, dass diese Thesen durchaus und auch in Zukunft weiter Bestand haben. Denn natürlich erkennen wir alle, dass wir unter diesem dauerhaften Druck sind. Es kommt eine Information, wir müssen sofort darauf reagieren. Müssen wir gar nicht. Wir müssen uns auch mal zurücklehnen können, wir müssen nachdenken können. Und Nachdenken erfordert Zeit. Und diese Zeit sollten wir uns nehmen und diese Zeit sollten wir auch anderen geben, auch wenn wir immer sagen, ich habe von dir nichts gehört sofort. Du hast mich nicht anerkannt. Du hast nicht sofort in irgendeiner Weise geliked, was ich dir gerade geschickt habe. Was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, ich glaube, dass wir auch als Menschen uns darüber im Klaren sein müssen, dass unser Hirn eine gewisse Kapazität auch nur hat, auf bestimmte Dinge zu reagieren, dass wir keinen Supercomputer haben mit ich weiß nicht wie viel Speicherkapazität, der wie ein Computer sofort auf eine eingegebene Information etwas reagierend absondert, sondern dass unser Hirn, und das ist das Tolle daran, verarbeitet, bewertet, Lebenserfahrungen mit einbringt. Und das sollten wir nicht vergessen. Ich denke, dass das Fernsehen in 20 Jahren in Teilen genau das auch weiter liefern wird, was es jetzt schon liefert, nämlich Unterhaltung für Menschen, die unterhalten werden wollen, Information für Menschen, die informiert werden wollen, Einordnung für Menschen, die von Fernsehjournalisten beispielsweise Bewertung, ein Urteilsvermögen erhoffen. Aber natürlich wird es Formate geben, die wir so noch nicht kennen. Ich bin gespannt auf solche Formate. Natürlich wird die Begleitung des Fernsehens über Second Screens, wie wir das ja immer nennen, über unsere kleinen Smartphones oder Tablets, die wir vielleicht während des Fernsehens haben, noch stärker werden. Wir werden Fernsehen wahrscheinlich noch mehr als bisher als ein Nebenbei-Medium konsumieren.
Aber umso wichtiger ist es, dass Fernsehen das liefert, was es auch jetzt schon liefert. Nämlich eine Plattform, manche sagen auch ein elektronisches Lagerfeuer, um das sich die Menschen gerne scharen und von dem sie auch sagen, da setze ich mich gerne hin, ich werde gerne unterhalten, ich werde gerne informiert. Ich lasse die Leute Programmdirektor sein, die das auch am besten können. Ich will nicht immer alles nur mir selber zusammensuchen. Ich will nicht immer, in Anführungsstrichen, mein elektronisches Menü selber kochen, sondern freue mich darauf, dass andere für mich etwas angerichtet haben. Und wenn wir das schaffen, umzusetzen, dann wird Fernsehen in 20 Jahren nicht nur weiter existieren, sondern auch erfolgreich sein. Aber es wird etwas anders aussehen als heute. Wenn wir zurückdenken, 20 Jahre, ins Jahr 1997, so viel anders sah Fernsehen da auch nicht aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch neue Formen einbringen, die uns in neue Welten entführen, dass wir auch vorm Fernseher sitzen werden oder vor irgendeinem anderen digitalen Gerät, in dem wir selber aktiv werden, aber auch diese aktive Form der Unterhaltung, die quasi mich als Person erfordert und in der ich mich einbringen muss, wird nichts daran ändern, dass es auch ganz viele Menschen geben wird, und ich zähle mich auch selber dazu, die sich einfach nur hingucken und sich die Welt nach Hause bringen lassen. Ach, wenn ich Zeit habe, gucke ich gerne Sportsendungen. Ich gucke auch gerne weiter, selbst wenn ich Zeit habe, Nachrichtensendungen aus anderen Ländern. Und sehe gerne interessante Unterhaltungsfilme, gute Spielfilme, auch gute Serien. Ob das jetzt Serien sind, von denen ich weiß, dass sie nur einmal in der Woche kommen, oder von denen ich weiß, dass ich mir an einem Abend 12 Folgen angucken kann. Das gibt's beides. Entscheidend ist, dass ich mich informiert fühle, dass ich gut unterhalten werde, und dass ich auch etwas mitnehme, dass ich etwas lerne, dass ich sagen kann, das hat jetzt meinen Horizont erweitert. So gesehen bietet das Fernsehen mit den vielen 100 Programmen, die man ja heute bekommen kann, für mich im Moment immer noch und wird es auch weiter tun, viel Möglichkeiten. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass selbst anhand oder trotz dieser vielen Möglichkeiten, dass ich doch immer wieder zu, vielleicht 10 oder 15 Kanälen zurückkomme. Denn das menschliche Gehirn, dürfen wir nicht vergessen, kann diese riesige Vielfalt, die sich uns bietet, gar nicht verarbeiten, sondern braucht immer wieder feste Anker, braucht Fixpunkte, an denen es sich quasi festhält, weil wir auch dem Gehirn, könnte sagen, die Möglichkeit geben müssen, sich zu entspannen und nicht ständig nur angestrengt zu sein. Und diese Entspannung wird Fernsehen noch weiter liefern können. Ich sitze weiterhin gerne, wenn ich entspannt sein will, vorm Fernseher, auf einem gemütlichen Sofa, trinke vielleicht ein Glas Wein dazu, esse auch mal zu Abend vorm Fernseher, das gibt's auch, nicht so häufig. Aber ich mag Fernsehen als Entspannungsmedium und das wird sich bei mir auch nicht mehr ändern. Digitale Transformation bedeutet für mich eine riesige Herausforderung, wie wir Menschen informieren, aber auch unterhalten können. Digitale Transformation bedeutet damit gleichzeitig aber auch Chance und Risiko. Wir müssen die Chancen nutzen, aber wir dürfen die Augen vor den Risiken nicht verschließen.